So Leute, es ist der nächste Tag. Ich bin jetzt in Wuppertal bei meiner Mama. Ich war gerade bei meinen Schwestern, die haben mich jetzt abgeholt. Die Zugfahrt, die war richtig rasant, Leute. Heute ist nämlich Sonntag und Fußballspiel. Polizeieinsatz im Zug, ich sag's euch, es ging richtig ab. Aber Michael hat Spaß gemacht, er hat gar nicht gemerkt, hat die ganze Zeit jetzt hinter und ist jetzt auch gerade am Schlafen, der kleine Mann. Und wir sind jetzt hier beim Café und werden eine Waffel essen. Die Kinder sind auch da. Ich zeige euch mal gleich, wie das Ganze noch aussieht. So, meine Waffel ist gekommen mit Caramel Macchiato. Ich gönne mir jetzt, denn ich habe nicht gefrühstückt. Fame habe ich zu Hause gelassen. Ihr wisst ja, wie er gerade drauf ist, aber dazu komme ich dann später mal. Ein anderes gleich in dem Video. Ich bin gerade alleine unterwegs, das ist so komisch. Ich war gerade im Solarium, vielleicht erkennt man es hier schon nicht. Nach 2 Jahren jetzt, glaube ich, gefühlt, im Solarium gewesen. Boah, es tat so gut, Leute, ich wollte unbedingt ins Solarium und jetzt konnte ich. Hinter mir ist die Schwebebahn, ne? Mal gucken, vielleicht fährt ja gleich eine. Dann seht ihr das noch. Ja. Michael habe ich jetzt bei meiner Schwester abgegeben, also meine Schwester malen hier mit mir und ja, wir sind jetzt zu ihr nach Hause. Er ist eh gestillt und ja, wenn er Hunger hat, habe ich irgendwas zu essen mitgegeben. Kann er auch was essen, aber ich denke nicht. Die kümmern sich schon gut um ihn. Ich mache gerade Me-Time. Richtig, richtig gut. Hat die ganze Zeit vielleicht ein Schwebeband fährt, aber sieht schlecht aus, Freunde. Ich gehe jetzt Richtung zu meiner Schwester. Ja, es hat auf jeden Fall gut. Also mein Ziel ist jetzt nicht braun zu werden, aber so ein bisschen von der Sonne geküsst. Schadet auf jeden Fall nicht, weil ich schminke mich ja nicht mit Michael. Ich mache nur Mascara drauf. Ich finde das immer so ein bisschen unangenehm, wenn ich Foundation oder so drauf habe und ihn dann küssen will oder so und er das dann am ganzen Gesicht hat, bin ich nicht der Fan. Ich bin hier gerade an der Ohligsmühle, gleich an der Stadthalle auch. Hier das Schwimmoper. Ich überlege auch diese Woche mit Michael noch schwimmen zu gehen, wenn wir das zeitlich schaffen, aber mir ist eingefallen, ich habe ja kein Bikini mitgenommen. Kein Badeanzug. Für ihn habe ich alles dabei, aber nicht für mich. Na, schlau. Muss ich mal gucken. Oh, ey, eine Ratte. Oh, wisst ihr, was komisch ist? Den Kinderwagen nicht zu schieben. Das habe ich jetzt echt lange nicht mehr gemacht. Also, ja, tut aber mal gut. Leute. Mal nicht alles in Hektik zu machen und alles langsam zu machen. Ich bin euch ganz ehrlich, ich habe auch Termine hier, das auch auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch da, ärztliche Termine. Aber ich habe es zu Hause jetzt nicht mehr ausgehalten. Ich musste Fehm jetzt auch mal allein zu Hause lassen. Also ich weiß ja, dass seine Mama da ist, wenn was ist. Und sein Bruder wohnt direkt eine Straße weiter. Also er ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich habe ihm alles bereitgelegt. Er musste viel machen, er hatte auch keine Termine oder so. Keine ärztlichen Termine, wo er sich jetzt anziehen müsste oder so. Aber selbst das würde er noch schaffen, sonst würde ich auch nicht gehen. Natürlich tut mein Herz weh, aber mir fällt die Decke auf den Kopf mit Michael zu Hause. Ich brauche auch mal 5 Minuten für mich, um auch mal alleine aufs Klo zu gehen. Ich denke mal, jede Mama versteht das. Ja, deswegen bin ich jetzt wieder zu meiner Mama abgedüst. Und das mache ich immer mal wieder, damit er sich auch daran gewöhnt, bei meiner Mama zu sein. Falls mal ein Notfall passiert, Leute, ich habe eine Freundin, ich möchte jetzt nicht darauf näher eingehen, aber die ist jetzt momentan im Krankenhaus und der Kleine muss jetzt zum Beispiel bei den Eltern bleiben. Und stell dir mal vor, er wird das gar nicht erkennen und so, das ist ja voll die Umstellung für so ein Baby auch. Deswegen auf jeden Fall ab und zu mal abgeben, allein lassen auch. Natürlich, wenn sich das Baby nicht wohlfühlt, dann macht ihr das nicht. Aber ich weiß ja, dass es sehr gut aufgehoben ist, deswegen alles gut. Na gut, ich melde mich nochmal. Es ist gerade eine komische Situation passiert. Der war ganz schön lustig. Der stand hier gerade an der Ecke und hat so gelacht und so. Ich glaube, die Musik hat ihn zum Lachen gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht aufhören anzuschauen, weil ich lieb's. Und mir ist auch gerade gar nicht kalt. Ich brauchte das auch für meinen Körper, Leute. Mein Rücken, der bringt mich noch um, du. Na gut, jetzt habe ich wieder so viel gelabert. Jetzt wisst ihr auch, wie es für ihn geht. Ja, ihr werdet es später sehen. Ich werde dir mal sagen, vielleicht, dass er mal ein paar Sequenzen auch mal aufnimmt, was er denn hier zu Hause treibt. Aber ich sag's euch, er liegt einfach nur. Er macht nichts. Also ich kann ihm auch da nicht helfen. Ich kann ihn da nicht unter die Arme greifen. Waschen kann ich ihn eh nicht. Mal gucken. Ja, bin jetzt hier an der Stadthalle. Also ich liebe meine Stadt.
auch wenn ich weggezogen bin. Ich liebe es einfach hier. Ich kenne jede Ecke, ich kenne jede Gasse, deswegen, ich liebe es einfach hier. Na gut, ich melde mich dann gleich bei meiner Schwester. So, man sieht jetzt mittlerweile, dass ich braun geworden bin, finde ich. Also, war das schon heftig. Es gibt jetzt bei meiner Schwester Nudeln mit Tomatensoße, Joghurt. Ja, da sitzen die kleinen Jungs. Die kommen jetzt, meine Schwester. Seven, für dich ist da Platz, glaube ich. Michael spielt Klavier. Jetzt? Schaut mal, ich bin jetzt bei meiner Mama angekommen und ich habe mir diese Kekse hier gewünscht. Ich hatte so Lust darauf. Eigentlich gar nicht in meinem Plan, aber ich hatte so Lust darauf und habe gedacht, komm, ein allerletztes Mal werde ich die mal essen. Ja, lecker, lecker, lecker. Ich gönne mir das jetzt mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt Pommes zum Frühstück. Ich liebe das. Und Ketchup. Wenn ich mit meiner Mama bin, dann frühstücken wir meistens immer sehr deftig. Das ist ja bei uns eigentlich in der Kultur sehr üblich. Entweder gibt es Männermann oder halt Pommes. Und ja, ich habe mir Pommes gewünscht. Und da kommt auch schon mein Cappuccino. Ist nicht schlimm. Da gibt es auch noch Brot, also sie hat die Brötchen vergessen. bestimmt wegen ihrer türkischen Serie, die sie geschaut hat, da hat sie vergessen, was eigentlich Sache ist. Aber ist nicht schlimm. Ich trinke so lange mein Cappuccino. Leute, das ist so... Es sieht wirklich nicht nach viel aus, aber es ist für mich die Welt. Für mich ist das meine Welt. Ich bin so dankbar für dieses kleine Frühstück. So, ihr werdet es wieder kaum glauben. Ich bin wieder... Waffel essen und Eis essen. Meine Ziele, die ich mir eigentlich gesetzt habe mit zuckerfreier Ernährung, sind wieder mal dahin. Aber ich nehme mir das wirklich vor. Also mir geht es eher um die industrielle Zucker, also diese Schokolade und dieses ganze Drum und Zeug, was ich immer esse, einfach weniger und zu Hause einfach nichts mehr da zu haben. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, ansonsten habe ich mir mein neues Outfit angezogen, so ein Jogger von Pull & Bear oder Pull & Bier, also genau, habe ich mir online bestellt gehabt. Ist richtig bequem, richtig chillig, es gab auch andere Farben, aber ich fand die Farbe besonders schön. Eigentlich hätte ich gerne eine andere Mütze angezogen, aber das ist die einzige, die ich jetzt dabei habe. Ja, passt auf jeden Fall zu meinem Kinderwagen, der ist da und ja, ich warte jetzt mal, bis unser Eis kommt, meine Mama ist auch bei mir. Wir haben schon einige Dinge geholt, ein paar Sachen bei TK Maxx, aber nichts Besonderes, sagen wir mal. Zeige ich euch dann, wenn wir zu Hause sind. Ah, beim Grossmann habe ich eine süße Mütze gekauft, da konnte ich nicht widerstehen für Michael. Die war so limitiert, weiß mit so Pünktchen, damit man mal auch erkennt, dass es ein Junge ist. Nein, also die meisten tippen immer auf Mädchen, ich weiß nicht, vielleicht wegen dem Kinderwagen oder so, ich weiß es nicht. Ich ziehe jetzt weder rosa an, weder noch pink an, weder noch blau oder links, weiß nicht. Ja, das ist immer voll die Phänomen. Also bis jetzt hat jeder, den ich getroffen habe, der mich nicht kennt, der einfach so auf der Straße ist, immer gesagt, wie geht's dem kleinen Mädchen? Das ist immer lustig, wird auch wieder beobachtet. Das ist immer lustig, wenn die Leute mich beobachten, der Mann zum Beispiel. Ich finde das heutzutage, muss es doch eigentlich voll normal sein, dass jemand aufnimmt, oder? So, wir haben jetzt auch gegessen. Michael ist bei meiner Mama auf dem Schoß und er ist die ganze Zeit nur am Springen, am Hopsen. Er hat Spaß auf jeden Fall. Wir sind wieder zurück zu Hause. Ich werde jetzt dieses Video hier mit einem riesen Haul beenden. Dann denke ich mal, dass das auch genug ist und dann fange ich morgen mit einem neuen Video an. Ich habe einiges gekauft. Meine Mama hat einiges gekauft. Hier ist alles gemixt. Ich zeige euch auch die Sachen, die meine Mama für sich gekauft hat. Ich war als allererstes bei Rossmann. Ich hoffe, ich kriege die Sachen jetzt zusammen. Ich habe so eine Mütze gefunden. Ich finde die mega, mega, mega süß. 100% Baumwolle. Von 6 bis 12 Monaten. Limitierte Edition. Ich fand das mit diesem kleinen Zopf hier so irgendwie süß. Als ich ihm die eben angezogen habe, war sie echt eng. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Also ich meine, das ist auch elastisch und so. Aber ich fand es echt, ich meine, das hat jetzt nicht ihn gestört oder so, aber ja, muss ich mir nochmal überlegen. Aber eigentlich richtig süß von der Farbe, weil gleich komme ich zu meinem H&M Haul. Dann habe ich hier so Tüten mitgenommen.
Diese Tüten benutze ich auch für Michaels Windeleimer. Ich bin euch ehrlich, ich bin erstens zu geizig, vielleicht auch. Und zweitens komme ich auch nicht dazu, in einen Babyfachmarkt zu kommen und die anderen Teile zu, also diese Müllbeutel zu holen. Aber funktioniert super. Bis jetzt ist auch kein Duft oder so da. Ich muss aber auch sagen, dass unser Müllbeutel im Flur steht, also stört da nicht. Und ich habe da auch mal, also das ist eine Ecke und sieht niemand und es stört niemanden. Ja, bis jetzt kam auch kein Geruch. Dann habe ich die hier gefunden. Ab 6 Monate. Ja, bei DM habe ich die noch nie gesehen. Und das allererste Mal jetzt beim Rossmann. Und zwar Bio-Knusperbrezel Maiskarotte. Ich fand das richtig süß und er hat das geliebt. Also ich sag's euch, Leute, also so für den Anfang, für den ihr unterwegs seid. Und ja, hat ihm gut gefallen. Also ab und zu auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann habe ich hier so einen Eckenschutz mitgenommen, denn der Kleine ist sehr, sehr aktiv, langsam. Ich wollte das schon mal haben, weil wir haben zwar keinen Tisch oder so, aber unser Ikea-Schrank, der da ist, da habe ich ein bisschen Sorge, dass er sich da vielleicht mal wehtun könnte. Sicher ist sicher. Und beim DM sind die ja komplett ausverkauft hier, gefühlt in NRW. Und beim Rossmann gab es die aber jetzt hier. Dann habe ich noch ein Fieberthermometer mitgenommen. Wir haben zwar eins, aber eins auf Vorrat. Ist nicht schlecht, also muss man immer mal haben. Dann habe ich bei Müller jetzt gerade das hier mitgenommen, diese Schere. Denn ich benutze für seine Nägel eine Schere und keine, wie nennt man das? Ihr wisst schon, ihr wisst es. Ja, und dann habe ich das mitgenommen. Bei Rossmann habe ich noch was mitgenommen. Wenn da noch was kommt, dann zeige ich es euch gleich. Aber das denke ich mal, war es jetzt vom Rossmann. Dann zeige ich euch kurz mal beim TK Maxx habe ich für 2 Euro dieses Sandspielzeug mitgenommen. Und das sind so Dinos. Ich fand das irgendwie voll süß. Ich meine, er kann ja wirklich noch nicht wirklich was anfangen. Aber ich fand die Farben voll süß und dass das so Dinos sind. Für 2 Euro konnte ich jetzt nicht widerstehen. Einfach da haben. Und das war jetzt hier im Angebot für 6 Euro ab 6 Monaten. Und Michael ist 6 Monate. Das ist so ein Stapelspiel von diesem Würmchen hier. Das kennt ihr ja bestimmt. Und das ist auf Englisch. Ich fand das richtig gut. Ich wollte sowieso so ein Stapelspiel haben. Und so sieht das dann aus. Ich denke mal, in jeder Stadt gibt es das ja so verteilt, da die Spielzeuge. Und ich konnte wegen dem Preis erstmal nicht widerstehen. Ich werde das mal nächstes Mal ausprobieren. Ich hatte noch ein anderes gesehen, das ist bei Baby Kochs, habe ich gesehen, zum Stapeln und mit Tierchen. Das werde ich ihm auch noch holen, aber vielleicht, dass ich eins hier bei meiner Mama lasse und eins dann noch zu Hause habe. Ja, ihr seht, hier bei DM war ich auch. Ich mache ja BLW, aber ich möchte ihm auch ab und zu, also aber was heißt ab und zu, wenn ich schnell gehen soll, auch das hier geben. Und ich finde, die von DM sind richtig, richtig gut. Das Gute ist, die sind auch so klein. Und die teile ich dann auf 3 Tage, weil das ist nämlich so viel. Er nimmt davon nur so ein bisschen. Ich möchte nur, dass er so ein bisschen verschiedene Geschmäcker kennenlernt, sodass er weiß, was geht. Ich könnte auch Karotte selber zu Hause machen. Also ich habe auch eine Maschine. Aber wenn wir unterwegs sind und so, das ist dann, ich möchte was haben. Wenn wir unterwegs sind, dass ich auf jeden Fall was habe, dass er was isst. Ich möchte, dass er jeden Tag um dieselbe Uhrzeit etwas ist. Darum geht es mir. Er muss damit nicht satt werden. Er muss auch nicht damit... weil ich stille ihn. Er muss damit nicht voll gesättigt sein. Ja, ich habe auch hier so 2 so Flaschen. Damit gebe ich ihm auch sein Trinken. Er trinkt auch daraus. Er saugt das voll gut. Für mich ist das richtig entspannt damit, dass er das macht. So muss ich ihn nicht angewöhnen oder so. Also das kann man immer mitnehmen. Auch für später, wenn er größer ist. Also ne, so ein Mechanismus ist perfekt. Also er liebt es. Ich hoffe, es bleibt so. Natürlich könnt ihr mir, ich bin immer... offen für Ratschläge. Ich bin New Mama, ihr wisst es. Mit dem Wasser, wenn ihr sagt, hey Sevi, von der Marke, das Wasser ist gar nicht gut oder so, her damit, sagt mir Bescheid in die Kommentare damit und sagt, hör mal, ja, gerne. Ah ja, bei Rossmann habe ich noch diese Shampoo mitgenommen, denn meine Mama hat hier kein richtiges, was ich so gerne mag. Ist sie da? Nein. Deswegen habe ich mir das hier besorgt. Dann, meine Mama hat beim DM das hier mitgenommen. Ich mag ja das ganz gerne vom Lidl, aber... beim DM gibt es das nämlich auch, so einen Kalkreiniger. Ich werde es mal hier testen und euch berichten, ob es gut ist. Dann mache ich mal weiter mit den Sachen, die meine Mama so mitgenommen hat. So, Desinfektionsmittel für den Urlaub. Und ich finde die mega süß, die Farben, die sich ausgesucht hat. Besonders das hier. Ich glaube, das hat sie in der Kinderabteilung dann gefunden. Mit dem Hasen. Ist das nicht cute? Mega süß. Und zum Auffüllen hat sie dann das hier mitgenommen.
Dann haben wir noch hier Dove Seife. Was ist noch hier auf der Seite? Meine Mama hat sich so einen Zehenspalter geholt. Aber keine Ahnung, ob das gut ist. Mal gespannt, was sie dann berichtet. Ich höre im Hintergrund Mika, ich muss mich ein bisschen beeilen. Dann bei WM noch mitgenommen diese Lätzchen und Tücher. Ich fand die richtig gut, weil vorne ist das so ein Musselintuch und hinten so ein bisschen zum Saugen, also ein saugfester Stoff für 4 Euro. Kann man nicht meckern, aber Blüchen, also blau und gelb. Dann machen wir schnell weiter. So einen Bio-Entkalker beim Rossmann. Wie konnte ich das jetzt noch vergessen? So, das war's hier mit dem Tisch. Dann machen wir weiter mit den süßesten Klamotten überhaupt. Moment, und zwar habe ich ihm so Basics mitgenommen und ich habe diese Hose schon online gesehen. Ich bin eigentlich gegen Jeanshosen, gegen feste Jeanshosen. Aber die ist so butterweich. Also ihr seht es, also das ist wirklich so eine ganz, ganz weiche Jeans. Also es wird ihm 0,0 stören und er fängt jetzt auch langsam an zu krabbeln. Ich habe jetzt in Größe 74 mitgenommen. Er trägt ja jetzt mittlerweile auch schon 74, so gut wie. Es ist ihm ein bisschen zu locker, aber auch nicht zu eng, sodass es ihm nicht stört hier am Bund. Und diese, also dieser Schnitt, Leute, ich sterbe, ich schmelze dahin. Das sieht leider nur süß aus. Und natürlich werde ich ihn jetzt nicht 24 Stunden in dieser Hose lassen. Und ja, wir gucken, wann ich ihm das anziehen werde. Ihr werdet es bestimmt sehen in einem Video. Dann habe ich diese 3-für-2-Aktion zugeschlagen hier. Das Set hat jetzt zum Beispiel 19,99 gekostet. Ich weiß, es ist viel für 3 Stück, aber ich finde die echt gut von der Qualität. Ich liebe ja auch die von DM, aber ich fand jetzt die Farben perfekt, weil ich liebe so Mintgrün. Passend zu dieser Mütze hier. Guckt mal, wie süß das doch ist. Und dazu gab es da was ich komisch fand. H&M erklärt mir das. Warum habt ihr jetzt hier bei den Hosen nur 2 gemacht und nicht noch die andere Farbe auch noch reingetan? Naja. Die habe ich auch nochmal in 74 mitgenommen. Wir haben die auch zu Hause in 68 und da passen wir nicht mehr so gut rein. Und ja, also er hat richtigen Sprung gemacht gerade, also so einen richtigen. Und das gab es dann noch sozusagen geschenkt, weil für eine 3-für-2-Aktion. Online kriege ich das irgendwie nicht hin mit der 3-für-2-Aktion. Dann, das habe ich jetzt Größe 80 mitgenommen für den Sommerurlaub. Habe ich gedacht, perfekt, weil ich liebe diese neutralen Farben. Und geschenkt. Perfekt. Perfekt, das habe ich jetzt perfekt gesagt. Tut mir leid. Dann noch diesen Hut hier mitgenommen. Denn ich habe gedacht, bevor wir später gar keinen haben, ich bin so wählerisch, nehme ich lieber einen jetzt mit. Und ich finde die Farbe auch sehr süß. Perfekt. Man kann das so machen. Das habe ich wieder perfekt gesagt. Weil ich glaube, ich muss das rausschneiden. Ja, so. Das haben wir noch gerade reingemacht. Meine Mama hat hier noch ist auf den Boden gefallen. Sommerurlaub, also wir haben noch nicht gebucht, meine Mama hat schon gebucht, die ist ab Mai, genau, Ende Mai weg, leider, leider, aber ich werde dann nachzyklen und ja, da kommen auch auf jeden Fall schöne Vlogs von der Türkei. Hier, Tropical Mückenschutz, muss man haben, du, muss man gucken, was ich, genau, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, für Babys, was man dafür nehmen kann, ich habe nichts geholt und auch Sonnenschutz. Da hatte ich schon eine Marke, aber muss ich mich jetzt nochmal beschäftigen. Das war's mit meinem Haul. Ich höre im Hintergrund Michael. Fange dann gleich, denke ich mal, mit dem nächsten Video an oder mit dem nächsten Vlog. Na gut, wir werden ihn jetzt auch später baden und alles. Langsam in die Abendroutine gehen. Weiß gar nicht. Ich hab's. Das höre ich jetzt das Video auf. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und ja, mein Jogger habe ich euch ganz schnell gezeigt. Jetzt sehe ich auch aus, du. So sieht er. Ja. Auf Instagram ist auf jeden Fall ein Bild online. Verlinke ich euch mal. Und die Klamotten, die ich bei H&M gekauft habe, verlinke ich euch auch in der Infobox.